Herzlich willkommen. Ich freue mich besonders, dass ich heute die Expertin zum Thema Internet und Schule bei mir sitzen habe, und zwar Barbara Buchecker, pädagogische Leiterin von saferinternet.at. Und ich möchte heute mit dir ein bisschen im Detail darüber sprechen, wie es aussieht, im Lebensalltag von Kindern, Schülerinnen und Schülern mit dem Internet, der Umgang damit und vor allem, was Lehrerinnen und Lehrer da wissen müssen, beachten müssen. Und wie sie am besten mit der Situation umgehen, dass ihre Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich schon gar nicht mehr offline sind, oder? Und auch manche der Lehrenden sind nicht mehr offline. Also wenn wir heute das Leben von Kindern anschauen, dann ist ihr Einstieg in das Internetzeitalter mit 1, 2 Jahren. Noch sind es nicht die eigenen Geräte, aber ich glaube, das ändert sich gerade. Es ist schon im Kindergartenalter so, dass die Kinder, weiß nicht, das Familientablet fast alleine nutzen. Das heißt, wenn die in die Schule kommen, sind die schon sehr erfahren. Sie haben wahrscheinlich noch nicht das eigene Handy, aber schon eine Kindergartenleiterin hat mir unlängst erzählt, dass beim Einschreiben eine Mutter gefragt hat, beim 3-jährigen Kind, ob es eigentlich okay ist, dass das Kind das Handy in den Kindergarten mitnimmt. Also etwas, was in der Volksschule jetzt schon ein Alltagsthema ist und eigentlich immer mit dem Handyverbot beantwortet wird. Also die Gerätenutzung der Kinder betrifft immer jüngere Kinder und eben im Schulalltag sind die Kinder durchaus erfahren. Sie sind mit viel konfrontiert, sie haben auch schon einiges erlebt, manches Nettes, manchmal weniger Nettes. Und da kann schon vorkommen, dass sie ihren Lehrenden etwas voraus haben. Ja, also für die Kinder heute ist eine Welt ohne Internet nicht vorstellbar. Also da haben sie gar keinen Begriff dafür. Also das merkt man auch, wenn man mit Kindern unterwegs ist und irgendwo funktioniert das Netz nicht ganz so gut, dass sie das gar nicht fassen können. Wie kann so etwas sein? Oder wir sind ja hier in Österreich auch besonders gut ausgestattet mit Internet, wenn die Kinder ins Ausland kommen. Und zum Beispiel schon in Deutschland ist es nicht üblich, dass jeder Mensch permanent auf WhatsApp schaut. Also schon hier gibt es schon in unserem Nachbarland durchaus Unterschiede. Das heißt, die Kinder kommen mit viel Erfahrung und viel, viel Tun in die Schule und erleben dann einmal oft nichts. Die große Ernüchterung. Die große Ernüchterung. Das Bedürfnis aber nach Geräten. Und alle, die in der Schule zum Beispiel mit Tablets arbeiten, erzählen, dass die Kinder sehr viel motivierter sind, wenn sie in irgendeiner Art und Weise digitale Geräte verwenden dürfen. Jetzt ist natürlich die Motivation nicht alles und man muss sich auch immer fragen, ob in jeder Situation das digitale Gerät auch einen Mehrwert bringt. Und das ist ganz sicher nicht so. Aber ich kann eigentlich diese digitale Welt der Kinder und Jugendlichen auch nicht komplett draußen lassen, weil sie einfach so wichtig sind für die Kinder und ich ja auch im Lehrplan eigentlich de facto immer stehen habe, die Lebenswelt der Kinder, der Jugendlichen, der Schüler und Schülerinnen einzubeziehen. Und das ist sicherlich etwas, was sehr sinnvoll mit den digitalen Geräten auch passiert. Das kann jetzt sein, dass ich wirklich mit den Geräten selbst arbeite. Ich weiß nicht, das Handy so im Sinn Bring Your Own Device einbeziehe. Aber es kann auch sein, dass ich es als ein Thema verwende, dass ich es zur Reflexion verwende, dass ich einen Deutschaufsatz zu einem dieser Themen schreibe, der halt rund um die digitale Welt geht. Und der kann dann noch ganz handschriftlich auch erfolgen. Das bringt mich jetzt auf den Gedanken der Medienkompetenz, die man natürlich bei den Schülerinnen und Schülern fördern muss. Da geht es um Themen wie Filterblasen, wie das Verifizieren von Quellen, Quellenkritik überhaupt erst einmal üben, lernen und allein auch der Umgang mit der Informationsflut. Weil wenn ich eine Arbeitsaufgabe anleite und das Internet einbeziehe, eine Internetrecherche, dann muss ich ja als Lehrperson erst einmal das Bewusstsein dafür schaffen, was ist eine verlässliche Quelle und wie gehe ich mit den vielen Suchergebnissen, die ich über eine Suchmaschine finde, überhaupt
sinnstiftend um, oder? Und auch welche Suchmaschine verwende ich? Auch das, welche Quellen verwende ich? Ja, natürlich, das ist eine große Herausforderung. Und wenn ich so in der Praxis mit Lehrenden rede, dann sind die genauso überfordert. Mhm. Also das ist nicht nur eine Sache, wo unsere Kinder und Jugendlichen sich schwer tun, da tun wir uns alle schwer. Es gibt ja auch mehr und mehr Seiten, die sogenannten Faktenchecker, in Österreich wäre das zum Beispiel Mimikama, die einfach auch hier helfen und Fake News sozusagen aufdecken. Mhm. Aber zu diesem Such- oder dieser Informationskompetenz gehört ja nicht nur dazu, dass ich beurteile, ob eine Webseite richtige oder falsche Inhalte hat, sondern da gehört ja noch viel mehr dazu. Es gehört zum Beispiel auch dazu, wie formuliere ich einen Suchbegriff? Ja. Und da sind wir alle durch sozusagen die Monopolmacht von Google sehr verleitet. Und die Kinder sind hier, da rede ich jetzt eigentlich ganz egal von welchem Alter, also die geben einfach einen Satz in Google ein oder sogar in YouTube und suchen sich dann das Video dazu. Einen Suchbegriff zu formulieren, fällt ihnen ganz, ganz schwer. Mhm. Wir haben uns jetzt im Rahmen eines Projektes mit alternativen Suchmaschinen beschäftigt und da ist zum Beispiel eine mir untergekommen, die ich glaube für den Unterricht in diesem Zusammenhang sehr gut geeignet sein könnte. Das ist nämlich swisschaos.ch. Mhm. Das ist ein Projekt aus der Schweiz, ich hoffe, es gibt es noch lange. Mhm. Die haben nämlich eines dabei, die haben eine semantische Landkarte. Das heißt, wenn ich nach einem Begriff wie zum Beispiel Apfelstrudel suche, dann erscheinen mir darunter so verschiedene andere Begriffe, was weiß ich, Rezept oder Strudelteig oder andere Dinge, die eben mit diesem Begriff Apfelstrudel zu tun haben. Also diese semantische Landkarte hilft dann einfach auch zu überlegen, wie könnte ich jetzt meine Suche verfeinern, was will ich denn jetzt eigentlich wirklich, will ich jetzt die Geschichte des Apfelstrudels herausfinden, will ich wissen, wo der überall verbreitet ist, welche Apfelsorte ich verwende oder will ich nur ein Rezept. Also sind ja durchaus unterschiedliche Aspekte. Ja. Und das sind Sachen, die für Jugendliche und für Kinder wirklich ganz, ganz schwer sind. Und die muss man wirklich ganz häufig üben. Üben, miteinander üben und hier auch als Lehrkraft ein Vorbild sein. Ja? Mhm. Die Schülerinnen und Schüler müssen sehen, wie macht man das einfach in der Praxis und auch, wie gehe ich mit der Unsicherheit um. Ah, okay, da weiß ich jetzt nicht so genau, stimmt das wirklich? Ja, da muss ich woanders nachschauen. Wie könnte ich jetzt zu diesem Begriff, wo könnte ich da noch Quellen finden? Mhm. Was sind auch Quellen, wo ich aus meinem Überblickswissen weiß, dass die einfach vertrauenswürdig sind? Was sind so die großen, renommierten Anbieter in meinem Fach? Mhm. Und wenn ich das vorlebe, dann ist das etwas, wo die Schüler und Schülerinnen viel davon haben. Zeigen werden sie es natürlich nicht, das finden sie alle grottenlangweilig und wenig motivierend, ja, weil länger als eine Zehntelsekunde mit einer Suche sich aufzuhalten, ist echt zeitstehlend. So. Da könnte man ja schon wieder YouTube-Videos schauen. Ja, genau. Oder irgendeinen YouTube-Stars. Ja, ganz genau. Lehrenden sozusagen haben hier noch eine ganz tolle Möglichkeit, auch diese Verwertung der Quellen einzubeziehen. Das ist nämlich, wenn Referate von den Schülern und Schülerinnen passieren. Ja, da nehmen ja die Kinder irgendwas und dann erzählen sie das mehr oder weniger toll, frei oder sonst irgendwie. Aber was ganz selten passiert oder eher nur in der Sekundarstufe 2 einmal zumindest theoretisch passiert, ist, dass die Quellen besprochen werden. Sekundarstufe 2 erlebe ich, dass es zumindest ein Teil des Referates ist, dass die Schüler und Schülerinnen die Quellen angeben müssen. Ich weiß nicht, wie weit es auch passiert, dass die Quellen dann wirklich im Zuge des Referates besprochen werden. Und das wäre etwas ganz, ganz Sinnvolles. Da kann ich auch eines dann sozusagen eher verhindern, nämlich die Geschichte, die so Jugendliche manchmal erzählen, wenn sie ein Referat machen, gehen sie auf YouTube, suchen sich ein Video, am besten eins in Englisch, lassen sich es dann übersetzen mit dem Google Translator, nehmen diesen Text als Basis des Referates. Und fertig. Das heißt, Sie haben eigentlich nur Zeit in die Suche des Videos investiert
und halt eben übersetzen und dann hübsch machen und die richtige Bilder finden. Das ist aber besser als nur Copy-Paste von Wikipedia. Aber das wissen eh schon alle, dass die Lehrer Wikipedia kennen. Okay, also den Trick mit YouTube kennen noch nicht alle vielleicht. Kennen noch nicht alle, genau. Gut. Also und ich spreche ja auch gar nichts dagegen, dass ich YouTube als eine Quelle heranziehe, aber es ist natürlich nicht ausreichend und hier wirklich dieses Besprechen, Anschauen der Quellen, auch die Schüler und Schülerinnen darstellen lassen, warum sie diese Quellen gewählt haben, die auch wirklich aktiv herzeigen, uns dann miteinander zu besprechen. Das dauert vielleicht 3-4 Minuten länger, aber es macht wirklich den totalen Unterschied. Mhm. Und es ist dann auch nicht so verleitend, dass ich irgendwas da einfach hineinschreibe, damit nur irgendwas in den Quellen steht.